Hallo, herzlich willkommen zur dunklen Seite auf Jakku. Wir sind, nachdem wir am Boden relativ erfolgreich waren, mal ganz kurz in die Lüfte gesprungen. Und jetzt geht's los. Alter, jetzt geht's weiter. Aus. Bist du parat? Ich bin ready. Ich werd schon angerufen. Hey, da ist Millennium Falcon. Die, Bitches! Ich weiß gar nicht, auf wen ich alles schießen soll. Sehr kompliziert hier gerade. Da ist sowas. Und tot. Hey, da ist ein Frachtschiff. Blöde Millennium-Falke. Übrigens, wir sind ja das Imperium und das sieht man im Ergebnis. Sieht man es am Ergebnis? Ja. 35-81. Stimmt. Wir liegen etwas zurück. Aber da waren wir ja noch nicht dabei. Das stimmt. Die vielleicht besten Piloten. Wird noch schlimmer. Was? Wird noch schlimmer jetzt. Durch uns. Das ist richtig. Wie entkommen? Das sehe ich aber auch so. Komm schon! Ah, ich bin down! Wo stehe ich denn da? 1-2. Zwei KI-Kills. Kann ich machen, ne? Irgendwie. Wow! Ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier die. Dass wir die. Wie heißt sie denn? Da? Immer her damit? Ich weiß es nicht, komme ich drauf. Ich höre dich nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Sehr stark. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das war einer ganz weit weg. Oh nee, nicht schon wieder den Millennium Falcon, der kann doch gar nichts. Ah, lass mich doch in Ruhe! Und tot. Ich bin weg. Der Millennium Falcon hat sich gerecht. Ich würde mal echt gerne die Unterschiede zwischen den Abfangjäger und den normalen wissen. Ja. Alter, wie viele Jäger. Den Zusammenhang, der erschließt sich mir noch nicht so ganz. Nicht so wirklich. Aber trotzdem, es macht übelst Laune, hier einfach durch die Luft zu fliegen und Leute wegzuballern. Das ist absolut richtig. Und tot. Jetzt treff halt auch mal, du blöder Flieger. Was machst denn du da? Niederlage, wunderbar. Das ist doch ein Arschloch, der hat mich gerammt. Was war denn das? das war die der Controller. Brrr. Hey, immerhin stehe ich nicht negativ. Ich auch nicht. Glückwunsch. Meisterkills. Xabatu. Stark. Er war voll dabei. Vor allem, warum hat er Yu-Gi-Oh! Karten? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Okay, lass uns doch mal bitte darüber diskutieren. Aber man muss eins sagen, Yu-Gi-Oh! War echt cool. Also fand ich. Das ist richtig. Ich möchte jetzt hier aber bitte mal hier, ne? Ja. Auf der Rebellenseite richtig Tabula Rasa erleben. Sollten wir mal machen. Finde ich auch. Hopp, hopp, hopp. Oh, immer dieses Warten zwischendrin. Viel zu lange Ladezeiten und Wartezeiten. So So, X-Wing! Bam! Wie findest du eigentlich die neuen X-Wings? So rein optisch, der Rebellen. Ich finde die alten eigentlich schöner. Klassiker. Ja gut, ob Klassiker oder nicht, da kann man jetzt natürlich, ne, viel drüber reden. Warum? Naja, ich meine, es ist ein Klassiker. Was willst du da machen? Ist halt so. Au, au, au! Ich weiß es doch, dass deiner ist. Woo! Der beste Pilot des Au... Oh, ich bin tot. Das Outer Rims. Aber noch. So, ich würde dann gerne mal auch erfahren, wo denn hier so der Millennium Falcon ist. Ungefähr da. Komm schon, Annie. I got it!
Irgendwer ist das Slave One geworden, sehe ich gerade. It's time for Millennium Falcon. A Millennium Falcon. Chewie, we're home. Das ist einfach die geil. Was sind denn so die Szenen, wo du eigentlich Gänsehaut bekommen hast in dem Film? Du hast ihn ja jetzt auch schon gesehen. Also ich muss sagen, wo ich richtig Gänsehaut bekommen habe, ist als Han stirbt. Da hattest du Gänsehaut? Ich ja, also auf alle Fälle. Also beim ersten Mal schon auf jeden Fall nicht. Und wo ich Gänsehaut hatte, war, als ich die die Raiders erstmal gesehen habe, weil ich die übelst geil finde. Na, wenn das deine Frau erfährt, hä? Das weiß die. Ich hänge mich gerade hier hinter den Slave One. Ich wäre sehr glücklich, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet. Nein. Danke. Zerstört diese Lambda-Fähre. Die darf nicht entkommen. Ich habe mich mal ein bisschen von ihr abgemacht. Idiot. Hab mich gerammt. Die Bitch! Das hat gesessen, was? Ich weiß, voll cool, ne? Ich bin schneller als die Slave One, das ist nicht normal. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal. Irgendwie verstehe ich nicht so ganz. Ich weiß nicht so ganz, wo ich hin soll. Am besten immer geradeaus. Ich bin hier voll mittendrin. Das ist voll gut. Wo ist denn hier die... Bam. Wo ist eigentlich die Slave One hin? Hinter mir. Hinter dir? Jo. Hinter dir her oder fliegt sie einfach nur hinter dir? Hinter mir. Und noch einer. Ist das geil! Schütze das Fallsignal ab. Zieh so Rakete im Anflug. Wow. Da ist ein alter Chat. Boom. Drop dead. Voll gut. Haha, der hat dich genatzt. Siehst. Ich war dabei. Voll gut. Oh fuck. Bam. Einfach die beste Aktion ever. So, 45 Health. Ich bräuchte mal vielleicht irgendwo mal wieder ein kleines Health-Paket. Ich weiß, dass der Falke das aushält, aber ich muss ja nicht. Oh oh, 12. Ich bin jetzt bin ich gleich weg. Bin gleich tot. Just saying. Wo ist denn eigentlich die Slave One? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe sie nicht. Huch! Okay, Schild aktivieren. Vielleicht kann ich mich ja hier irgendwie reparieren. Jawohl! Ein bisschen. Alter, bin ich tief! Bam! Nein! Gott sei Dank, so will die jetzt die Rebellen. Oh, Alter, wie wenig das gibt, ne, an Health. Ich möchte doch einfach nur den Kampf noch im Millennium Falcon überleben. Noch 4 Health-Punkte. Wow, Boden! Ich fühle mich gerade wie Han, als er auf dem Planeten gerade im Film zufliegt. Ja. So, aus dem Hyperraum. Oh, Wand! Achtung! Und letzter Kill! Ich hab den letzten Kill. Nein, ich hab grad noch einen abgeschossen. Ich hatte den letzten. Aber hey, guck mal, wer auf Nummer 1 ist, liebe Freunde. Ja, aber guck mal, ich hab 16 KI-Kills. Ja und? Junge. Ich hab 15 richtige Kills. Ich hab einen Kill mehr als du. Das ist mir doch egal, dafür hab ich 5 schwerere Kills. Ja toll, du warst ja auch, guck mal, Meister Raumjäger zerstört. Toll! Und jetzt? Ja. Glückwunsch, du hast den Typ mit der Yu-Gi-Oh-Karte trotzdem gewonnen.
Kurios. Ja, liebe Freunde, das war's wieder. Der Millennium Falcon heute mal richtig effektiv zum Einsatz gekommen, nachdem ich ihn hatte. Aber iTouch, ja, du warst nicht schlecht. Danke. Du bist auch nur einmal gestorben. Das ist schon ein Erfolg. Ja. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. May the fun be with you.